So, mal schauen, wie weit wir den noch runterkriegen. Die leichten Geschütze prallen da komplett ab. Auf die Breitseite kommen. Der hat mir die Schütztransformatoren getroffen. Der Arsch. Und Torpedos kommen auch noch. Beiden hat sie ganz schön heftig erwischt. Der sieht auch nicht mehr so toll aus, aber gerade meine Kriegsschaluppe, die sieht überhaupt nicht mehr gut aus. Lege Kurs an. Die hat ja beinahe verloren jetzt. Gut, um die wäre es nicht unbedingt schade gewesen. Das ist das schwächste Schiff, das ich hier habe. Ich mag mein Torpedoboot eh lieber, aber es ist ein Schiff. Besser als gar nichts. Im Zweifelfall ist es Kanonenfutter für den Gegner. Schiff in Sicht. Oh. Derelict Starhammer ist da vorn. Maschinenkraft bei 40%, Sir. Soll ich dem Steuermann befehlen zu wenden? Nein, Mr. Onyx, wir bleiben auf diesem Kurs. Wer auch immer in diesen Metallana-Schiffen sitzt, muss hier in der Nähe einen Stützpunkt haben und den will ich finden. Ja, da kommen wir kaum noch voran momentan. Dort sind mehrere Wracks direkt vor uns, Captain. Sieht mir nach einem Friedhof für Schiffe aus, die sich hier im Nebel verirrt haben. Womit man auch unsere Situation beschreiben könnte, Sir. Maschinenkraft bei 5% und abnehmend. Wir würden jetzt schon nicht mehr aus eigener Kraft hier rauskommen. Ich habe nicht vor, jetzt aufzugeben, Seemann. Letzte Energiereserven auf das Langboot übertragen. Ich will mir das genauer ansehen. Oh, die Metallaner entfernen sich aus unserem Blickfeld. Der Nebel scheint ihrem Antrieb überhaupt nichts auszumachen. So, wir sind hier auf deinem Langboot. Sehr tolles Schiff. Unbewaffnet. Und vor allem extrem. Sehen Sie nur, ein Kriegsschiff der Sternhammer-Klasse. Halten Sie drauf zu. Wir gehen an Bord und nehmen es unter die Lupe. Vorsicht, Steuermann! Asteroiden! Ein Sternhammer. Wir müssen näher heran. Metallana in Sicht, Sir! Sieh mal an! Dieser Nova-Werfer ist noch geladen. Sir, da drüben! Sehen Sie da hinter dem Nebel! Da brat mir doch einer eine montressorische Hafenratte. Das muss eine Energienachschubbasis sein. Sie haben anscheinend rausgefunden, wie man Schwarzstoff auch als Treibstoff verwenden kann. Aber was wollen die hier? Wozu richten sie eine Auftankbasis so tief in unserem Territorium ein? Ich weiß nicht genau, was Sie vorhaben, Mr. Onyx, aber es kann auf keinen Fall etwas Gutes sein. Bereit machen zum Abfeuern des Nova-Werfers. Ich finde, es ist an der Zeit, Ihnen den Tag zu vermiesen. Ja, wir dürfen einen Nova-Werfer abfeuern und so viele Schiffe wie hier hat man normalerweise nicht unbedingt in seiner Sekundärleiste. So, da haben wir übrigens auch ein Großkampfschiff von denen stehen. Feuer! Moment, da gab es doch irgendwo ein Shortcut für nächstbestes Projektil anvisieren, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Ah, hab's gefunden.
Was haben die hier? Ein Großkampfschiff und 1, 2, 3, 4 Zerstörer. Die Nova-Ladung hat einen Schwarzstoff entzündet, Sir. Wenn ich bei meiner Ausbildung auf der Akademie richtig aufgepasst habe, droht es jetzt eine Explosion, die ein paar hundertmal so stark ist wie die Nova-Schuss selbst. Da haben Sie wohl recht, Mr. Onyx. Und genau das könnte unsere Fahrkarte aus dem Nebel sein. Alles zurück zum Schiff, sofort! So. War nett mit dem Nova-Werfer. Nova-Werfer ist prinzipiell dasselbe wie 5 Sternwerfer auf einmal. Es ist trotzdem schwer damit zu treffen. Ihr habt ja gerade gesehen, das hat ewig gedauert, bis das Ding eingeschlagen hat. Unsere Schiffe reparieren sich langsam wieder, also Torpedoboot ist zumindest langsam wieder im grünen Bereich. Aber bei dem hier, der sieht nicht so aus, als ob der noch großartig viel aushalten würde. Ich hoffe, dass der bei der Nova-Explosion jetzt nicht drauf geht. Ich weiß nicht, ob die Schaden macht. Ich muss aber demnächst definitiv mehr Acht geben auf das, auf den Kleinen hier. Festhalten und Luken dicht machen, Männer. Es gibt gleich eine Explosion. Auf deren Druckwelle surfen wir hier raus. Drei Metallaler nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Sie müssen uns entdeckt haben. Kümmern Sie sich nicht um die. Drehen Sie unser Heck in Richtung Explosion. Wir wollen unsere Welle nicht verpassen. Ich übernehme selbst das Ruder. Aber Captain, ein Schiff dieser Größe kann unmöglich auf so einer Energiewelle surfen, ohne dabei auseinanderzubrechen. Dann lernen Sie jetzt, was Mr. Onyx, das man an der Akademie nicht beigebracht bekommt. Ihr Captain hat nämlich zufällig seine rebellische Jugend auf einem Solarsurfer verbracht. So, du haust mir jetzt bitte nicht mehr meine Kriegsschallübe kaputt. Ah, gut, da kommt die Explosion. Oh, da sind wir wieder draußen aus dem Nebel. Ei, ei. Wir haben es tatsächlich geschafft! Mr. Onyx, Schadensbericht! Meinen Respekt, Sir! Pech für die Metallaner, dass sie nicht eine ähnlich wilde Jugend wie Sie hatten. Wir sollten zum Stützpunkt zurückkehren und der Admiralität von unserer Entdeckung berichten. Wer weiß, wie viele weitere geheime Außenposten in unserem Territorium bereits existieren. Tja, das war mal eine Explosion. Feuer! Asteroiden! Vorsicht! Und das war's mit Mission 9. Während der letzten paar Stunden habe ich mit Mr. Onyx und meinem Maschinisten unser Schiff inspiziert. Es hat ein paar Schrammen abbekommen, ist aber völlig intakt geblieben nach unserem heißen Ritt auf der Druckwelle. Dennoch hält Mr. Onyx es für besser, die Fregatte ins Trockendock zu bringen, um sie sorgfältig untersuchen zu können. Deshalb sind wir jetzt zur Werft von Cydonia unterwegs, was uns übrigens auch näher an den Ort der Vertragsunterzeichnung bringt. Sollten die Prokionen etwas im Schilde führen, will ich in der Nähe sein, um eingreifen zu können. Während ich den Zweck des geheimen Metallaner-Stützpunkts nun kenne, ist mir noch nicht klar, wie sie ihn errichten konnten. Irgendjemand muss ihnen beim Hereinschmuggeln von Gerät und Material geholfen haben. Aber wenn ich versuche, mir vorzustellen, wer es sein könnte, der solch einem Feind Schützenhilfe gegen das Königreich leistet, kommt mir nur eine unaussprechliche Antwort in den Sinn. Ja, dann wollen wir mal schauen. Mission 10. Ahoi! Schiffsverband der Königlichen Marine!
Können wir mit Ihrem Commander sprechen? Ich bin Captain Hawkins und habe hier das Kommando. Was kann ich für Sie tun? Wir haben eine wichtige Ladung von Waffen und Munition für die Grenzfront an Bord. Wir haben keine Strömung erwischt und müssen mit eigener Kraft fahren. Die Ladung muss unbedingt ankommen. Könnten Sie uns als Schutzeskorte begleiten? Heutzutage stößt man überall auf Piraten. Ich verstehe. Wir eskortieren Sie während Ihrer Überfahrt. Ach, da hat man in der Ferne schon gesehen, was da alles auf uns zukommt jetzt. So. Dashing Rogue. Captain, Piraten in Sicht. Sie versuchen zweifellos, uns von den aktorianischen Handelsschiffen wegzulocken. Dasselbe habe ich auch gerade gedacht. Kanoniere auf Gefechtsstation! Steuermann, wir bleiben nah bei den Handelsschiffen! So. Da gibt's mal wieder eine kleine Keilerei mit Piraten. Feuer! Segel wurden beschädigt, Sir! Da haben sie sogar schon eine Baracke. Das zweitstärkste Piratenschiff. Wir werden beschossen! Sie müssen uns helfen! Die Waffen dürfen nicht in die Hände der Piraten fallen! Behalten Sie Ihren Kurs bei. Sobald Sie die Ethereum-Strömung erreichen, sind Sie in Sicherheit. Meine Schiffe kümmern sich schon um die Piraten. Also dann. Feuer, Breitseite. Ich will es rattern sehen hier. Ach ja, nur weil die Plasmakanonen eine schön größere Reichweite haben als die Karonaden. Ich habe hier in der Nähe einen Auftankposten. Die kleine Insel da hinten, da kann man nämlich anlegen und Schiffe reparieren lassen. Bitte wünschen, Captain. Gehe auf Patrouillengeschwindigkeit. Kursänderung. Ei, ei. So, jetzt. Feuer! Patrouillengeschwindigkeit. Los, Feuer mit allem, was ihr habt. Und alles, was wir haben. Sehr schön. Ei, lege Kurs an. Die Wendefähigkeit von dem Ding ist allerdings wirklich so minimal zum Kotzen. Will ich jetzt mal behaupten. Die aktorianischen Schiffe hier, die sind auch nicht wirklich schnell. Aber gut, die sind auch wesentlich größer und schwerer. Dahlgren. Sonst noch irgendwo Schiffe? Nö, sonst hätte ich die Namen schon gesehen. Patrouillengeschwindigkeit, Captain. Ich glaube, in dieser Mission macht es nicht wirklich Sinn, irgendwie eine Formation zu fahren. Ich lasse alle Schiffe mal genau das tun, was sie tun wollen. Die bleiben eh in meiner Nähe, sofern sie keine Feinde da haben. Feuer! Wie Sie wünschen, Captain. Gehe auf Patrouillengeschwindigkeit.
Okay. Ihr drei könnt euch ja um den da hinten kümmern. Ich werde in der Zwischenzeit die beiden da hinten ein bisschen beschäftigt. Sagte ich zwei, ich meinte drei. Aber ich habe ein großes Schiff mittlerweile, da geht das. Ihr solltet den da hinten ja auch zu zweit schaffen. Das sind ja drei, also zwei mittelgroße und ein kleines. Ich habe ein großes Schiff. Immer wieder erstaunlich, dass die Plasmakanonen, obwohl sie nur mittlere Geschütze sind, mehr Reichweite haben als die schweren Kanonaden. Schon fast hin. Feindliches Schiff zerstört. Ja, sind die da hinten mit dem da fertig? Ja, sieht so aus. Der rammt mich. Mutig. Kursänderung. Ei, ei. Ah, da kommt schon die Verstärkung. Feuer! Wenn sie mal alle treffen. Ich frage mich nur, ob meine Kriegsschaluppe mit dem Schiff da hinten klarkommt. Und mein Torpedoboot ist ja auch schon da zur Stelle. Da hinten, ich glaube, mein Boot schafft den da. Das wollte ich jetzt nicht. Weiterhin langsame Fahrt voraus. Ei, ei. So. Komm her. Lege Kurs an. Patrouillengeschwindigkeit, Captain. So, jetzt gebe ich ihm nochmal eine Heckseite. Ei, lege Kurs an. Breitseite gebe ich ihm zwar am liebsten. Es ist gut, dass du gerade da in der Nähe bist. Wo ist die RLS Comet? Du bist da hinten. Du sammelst aber bitte mal die Rettungsboote da hinten ein. Maschine volle Kraft auf Höchstgeschwindigkeit. Mal Rettungsboote einsammeln gibt Siegpunkte und die möchte ich gerne haben. Ran. Dich schicke ich mal daran. Wie sieht's bei dir aus? Du kannst dir das dann noch holen. Geschwindigkeit, Captain. So, alle mal
mal ganz kurz herkommen, damit sie ein Signal haben. Weil da hinten ist immer noch ein Rettungsboot. Das holst du mal bitte noch. Bist ihr schnell genug für sowas? Unser tolles Torpedoboot. Das schnellste Schiff der Flotte. Merkt man mal wieder, wie schnell das Ding ist.